Einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend. Willkommen zu einer weiteren Runde. Man sieht's ja. Okay, Hellblade. Hier ist eine Mücke. Verdammt. Okay, wir sind hier beim letzten Mal stehen geblieben. Wir sind hier runtergefallen, wenn ich mich nicht höre. Müssen wir hier langlaufen? Ja, wahrscheinlich. Ja. Wir müssen nämlich hier weiter durch die Dunkelheit. Oh, diese Geräusche. Wirklich gespannt, wie Hellblade 2 dann sein wird. Also Glück habe ich ja überall getroffen, selbst unter den Füßen. Ah. Ich war doch im Helm. Shit. Hab zu lange gebraucht, verdammt. Oh. Oh, wieder hier. Ist das jetzt auch ein normaler Tod? Wie beim Kampf, oder was ist das? Ach so, vielleicht sollte ich einfach eine Fackel mitnehmen. Ich Idiot. Ja, das könnte wahrscheinlich helfen. Da muss ich hier nicht im Dunkeln langrennen. Hätte mir auch eher einfallen. Verdammt. Aber hier ist nichts zum Anzünden, ne? Ich dachte ja, dass das Licht uns hier retten würde, aber nie. Ah, und da geht's jetzt nämlich gleich raus. Ja? Erstmal die Fackel wieder hoch, ne? Weil Glück liegt hier nicht im Wasser. Puh.
Ist ja nichts, um Feuer anzumachen oder so. Hier. Aber mir fehlt Licht. Ich glaube, da ist das Symbol. Ich glaube, wir müssen irgendwie nach oben. Irgendwo Feuer anmachen oder so. Ah, hier kommt man doch hoch. Ah, ich glaube, jetzt reicht das. Sagen. Oh, jetzt geht alles aus. Zimbel was trying to save her from the darkness. But she wouldn't listen. Was wirklich mit die beklemmste Szene hier bisher im Spiel. She should have known. She should have. Why doesn't she learn? Why doesn't she learn? Now the darkness has Dillian's soul. And it will take it and never give it back. She can search and search, but she will never find it. She's let the darkness in. It's the end. The darkness. Although Sigurd kills the dragon, Rian wants to keep Fafnir's gold all for himself. Rian also wants the strength and wisdom of the dragon, so he drinks its blood and asks Sigurd to roast Fafnir's heart for him. Sigurd does so. But when he touches the roasted heart to see if it is done, he burns his finger. Without thinking, he licks his finger and tastes the dragon's blood. In that moment, he understands the language of birds and hears them talk nearby. Once she gets down there, she'll never come out. It's luring her down. The darkness will take her like it took her mother. Deeper and deeper. The beast knows. The beast knows exactly where she is. She's falling for it. She falls for their tricks every time. Plays into his hands. The darkness is coming. She was never here. Achso, warte mal. Erstmal muss ich das Siegel mir angucken. Vielleicht werde ich auch gleich angegriffen wieder. Aber da kann ich Flamme anmachen. The lights run out. She'll die. She has to do it. She must keep the light. She can't. She'll be okay. She has to. Ah, wir müssen da hinten noch Lichter machen. Okay. Ich guck. Sigurd's newfound power lets him hear the birds speak. And they say, Sigurd should eat the heart himself. Rian wants Fafnir's gold. Sigurd should kill Rian before Rian kills him. Sigurd should find Brynhild the Valkyrie, who sleeps an enchanted sleep.
Sigurd heeds the bird's advice. He kills Rhian, eats Fafnir's roasted heart, and takes Fafnir's treasure. And he embarks on a new quest. To ride to Hinderfell and find Brynhild, the Valkyrie. What's she doing? She's lighting a torch. She's making light. She's making a fire. She's got light on the other side. She'll be safe. What's her plan? What's she thinking? Theoretisch komme ich hier nämlich durch, das ist gut. Wir haben jetzt hier Licht angemacht, dass wir jetzt durch das Wasser gehen können. Da ist es hell genug dahinter. Und dann können wir das Dings umkippen, den Steg, und uns ins Licht retten. Weil wenn wir nämlich gleich durch das Wasser laufen, um darüber zu gehen, durch das Tor, es kommt leider genau da durch, müssen wir nämlich rennen. Genau das. Sehr gut. Das hätte nämlich sonst nicht funktioniert. Weil wir hätten nämlich kein Feuer gehabt. Ist hier irgendwas? Nee, ne? Nö. Faster, keep going. So, ich gehe hier durch, ja? Faster, keep going. Oh Gott, das hört dich auf. Dillian. She can't help but think of him. Tender guiding flame in a world so black. The longer it burned, the more she convinced herself that there was nothing beyond its reach. How little separates us from what we fear. Keep the torch alight. Sigurd learns that Brynhild had once disobeyed Odin, and so he had her punished, stuck her with a sleep thorn, and put her body within a rampart of burning shields. Only a man who knew no fear would ever reach her. But like me, Sigurd is fearless and passes through the flames, just as I did, and wakes the sleeping warrior girl. She teaches him the secret wisdom of runes, namely victory runes, ship runes, runes for persuasion, runes for truth, runes for healing and help, runes for perception and power. Like Sigurd, the greatest young warrior of the North, you must learn the secrets of the runes to fight amongst the gods in hell. Lass sie nicht ausgehen. Danke. Oh Gott, die wollen mich schon wieder greifen. Hier. Sieht nicht gut aus. Oh, jetzt soll er krabbeln. Oh Gott. Und Wasser. I hear you. Come back to us. I'm coming for you. I'm coming. Oh God. I am leaving with him.
Bartholomew. That is what Dillion will rot in hell. She has to fight him. Fight! She has to fight for Dillion. Sieg der Name JP. Ich hab doch besiegt. Hallo? Oh. People think of evil as an unnatural, invisible force. And so invoke the gods for protection. But evil can come from the hand behind the gods. A familiar hand. Cold and cruel. He tried to fix her with his rituals. Kept her trapped in that hole. She couldn't say which was worse. The darkness. Or the monster that her father had become. She couldn't fight them both. And so she left, headed for the one ray of light that shone down on her. If she had stayed, she wouldn't have survived. But maybe Dillion would still be alive. I'm so sorry, my love. She will save his soul, even if this time she can't save her own. Forgive me, Senua. I know you have no reason to trust me anymore. The shadow. Listen. But believe this, it was my mission to make you hate. To hate the darkness with a passion so great it would focus your mind on this quest. All this time, I've wanted to protect you from the truth that would have destroyed you a long time ago. But you have conquered your darkness at every turn.
He deserved to see behind the veil of darkness. Then take me to the mountain. He wants her to trust you. As deep as we can go. No. I won't stand in your way. She has to trust him. Feel it. You will not survive what is in there. I know. What else can she do? Oh, es geht wieder ins Licht. Super. Also, mehr oder weniger. Mehr weniger wahrscheinlich als mehr. Gaze, searching for secrets inside of me. Secrets that even I can't see. I'm not here to fight my past. I'm here for Dillion. I will fulfill my vow, whatever the cost. Ragnarok, the destiny of the gods. First, there will be a terrible winter, 3 years long. Then, mankind will turn on itself. Brothers will fight each other to the death, and people will forget what they owe their kindred. Times will be hard. Crimes will be great. It will be an age of axes and swords. The wind will blow through abandoned halls. Wolves will walk where children played. The world will fall into ruin. Und Kampf. Oder auch nicht. Nicht A, verdammt. Doch A. Okay, eine Seite haben wir halt gefixt. Jetzt aber Angriff, oder? Ja.
Ich wusste es. Hey, komm, 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 komm. Türen alle zu. Jetzt sind sie wieder auf. This isn't just a broken bridge, is it? Mother, you showed me how to see further. To see the hidden wonders in our world and explore new paths into the unknown. To lead so that others may follow, or to warn so that they may avoid. That is our gift and our duty. I'm not going to look away in fear anymore. The Northmen say the gods will fight the last. Acht fehlen noch. Aber die werde ich nicht mehr zusammenkriegen. The Watchmen will blow the horn that can be heard through the whole world. And Odin will speak with the severed head of Mimir, which gives him good counsel. The land of the giants will thunder with the sound of their army on the move. The gods will assemble. The dwarves will leave their stones. The frost giants will come from the east. The Midgard serpent will turn up the waves. Eagles will scream and tear at the corpses with their yellow beaks. The ship of the dead will set sail. Ja, sind die ja verteilt, deswegen. Deswegen kriege ich die auch nicht mehr, weil die wahrscheinlich an irgendeinem Gabelweg mal waren, ne? Das ist. She can do it. She can do it. She can still see the secrets of the gods. She can think differently. So special. You can do it. Ist hier irgendwo der Leiter noch? She must see. She has the sight. She can see the secrets. Kommen wir dann auf die andere Ebene hoch.
Leo? Sie ist fort? Oder was? The Northmen say that at Ragnarok, the gods will face a ship full of their foes, which Loki has steered to Asgard. It carries the fire giants, the wolf that will eat the sun, and all kinds of dark creatures. Surt will join them with his sword of fire. The cliffs will crash. Trolls will walk the land. Men will tread the road to hell, and the heavens will split open. Focus. Fokus. Nimm den Fokus. War klar, dass hier zu ist. Achso, dann nehme ich den Weg hier. Ich kenne mich da aus. Voll der Automobilspiele-Profi. Die Tür war fest verschlossen. Können wir sie aufmachen? Genau. Weil hier müssen wir wieder durch dann. Und Kampf. Jawoll! Jetzt noch ein zweiter, ist klar. Schön Axt einjagen, ja. Ach, die scheiß Mücken, ey. Ich glaube, das muss ich kaputt machen, ne? Nicht? Warum bin ich jetzt hier? Weil ich Fokus machen muss, wahrscheinlich vor Ort wieder. Ja, Fokus. So, aber ich muss doch nach oben weiter. Noch höher. Wahrscheinlich ist hier noch eine Säule. Jawohl. The Northmen say that each god will do battle at Ragnarok. Odin will fight the monstrous wolf and be killed, but his son will avenge him and plunge his sword into the heart of the beast. Freyr will face Surt, but he had given his sword away for love, and without it, he cannot defend himself against the flames. Thor will smite the Midgard serpent to no avail. The sun will grow black, the earth will sink into the sea, the stars will disappear, fire and water will meet, steam will shoot up, flames will play against the sky, the heavens and earth and all the world will be burned, all the gods will be dead, and the warriors of Valhalla and the people everywhere. Senua
prepare yourself for Ragnarok. For it is nigh. Ich meine, jeder hat sein eigenes Ragnarok irgendwann mal, ne? Ich glaube, es war die letzte Säule, wenn ich das richtig gesehen habe. Also dürfte jetzt erzählerisch Storyline-mäßig nicht viel kommen. Ach du Scheiße. It's nearly over. Everyone's gone. Even the gods will die. We don't want to die. I don't want to die. Senua, stop. Turn back. Stop. Stop her. Why would she stop to die? She would stop. 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 I don't want to die. I'm sorry. I didn't ask you to be a part of me. If you don't want to die with me, then leave me alone. This is her hell.
Das ist ihre Hölle, ne? Ah, wir haben es nicht 100% geschafft, verdammt. Der merkt sich das auch. Oh, das ist böse. Mist. Also kein perfektes Ende. Wäre auch zu viel verlangt. She has nothing to fear anymore. The gods have saved your mother. Through my hand. You killed her. It is the will of the gods. Fuck the gods! You did this to her! Why? This is what happens when you listen to the voices of the underworld. They crawl into your soul and rot you from the inside. Defy the gods like your mother, and the darkness will come for you too. You understand, son? You! And so you killed her! You didn't pray to the gods. You prayed to your mother. Your mother, who was too weak to fight the darkness and abandoned you. You tortured her! You killed her! You were the darkness! Those rituals, the years of isolation, the pain that still haunts you. It was the only way to fight the curse within you. You're a liar. The darkness is inside you that will destroy you. You're a liar! No, Senua. The darkness is here. You cannot wish it away. And it will watch as you draw your last dying gasp. I won't let you kill me! Oh, oh. Watch out. Das ist jetzt gemein. Au. Ich sagte, es ist gemein.
Gegner. Mist, komm hoch. Ach, Mensch, komm. Come on! In search of love.
Look where that's got you. Let go of your battle. Let go of your destiny. Let go of Dillion. Don't let your darkness hurt anyone else. Ich hab ausgewichen. Warum kann ich den nicht angreifen? Weiß nicht. Let go of your battle. Let go of the...
Alter, das wabert alles. You're killing yourself. Oh, ich bin total schwach. Ich kann immer mehr schlagen. You want me to believe? After all you've done to me? And to him? You're not a lie, but you're a liar! You crawled into me to confuse me and deceive me. But I know it. I know you have him.
I learned the hard way to not be afraid of death, so... Because a life without loss is one without love. You turn your back on death, and all you can see is the shadow that it casts. The longer you hide from it, the longer the shadow grows until all you can see is darkness. When our time comes, we must look death in the eye and embrace it as a friend. Only then can we let go of our fear. And emerge from our darkness. Never forget what it is like to see the world as a child, Senua. Every autumn leaf is like a work of art. Every rolling cloud a moving picture. Every day a new story. We too emerge from this magic, like a wave from the ocean, only to return to the sea. Even in darkness, the wonder and the beauty of this world never leaves us. It is always there, waiting to be seen again. Story to tell. My friend, go with her. This now will be your story to witness. Goodbye. I know it's hard to tell how mixed up you feel.
Content-ID. Alles gut. Ah, was für eine Reise. Ich hab's echt nicht mehr im Kopf gehabt, wie das hier läuft und wie nicht. Und ich kann auch nicht sagen, ob es das Ende schon so immer gab. Interessant ist jetzt, kurz bevor der zweite Teil kommt, ist natürlich ein Ausblick darauf, dass die Geschichte weitergeht im zweiten Teil. Ich will mich auch jetzt nicht im Deuten versuchen, dazu sind andere Leute weitaus besser fällig als ich. Auf alle Fälle ist es sehr stark der psychische Kampf zu sehen gewesen, ja, zwischen unterschiedlichsten Stimmen im Kopf, über das Tun, das Nicht-Tun, negative Einflüsse, wie man aufgewachsen ist, was einem eingeredet wurde, woran man glaubte, und alle Sachen spielen halt miteinander. Selbstwertgefühl, das Hängen an etwas, die Lösung, die nicht funktioniert, weil man sich daran festklammert, um das wieder gerade zu biegen. Und so heftig wie die Thematik ist, so heftig ist natürlich auch das Gameplay. Also ja, es wurde natürlich immer unterbrochen, weil es halt nicht zwingend im Fluss war von der ganzen Geschichte. Aber ich glaube unter anderem die Kämpfe, aber eben halt auch wirklich das Ganze drumherum haben einen derartigen Einfluss auf einen gewirkt, haben versucht, die Emotionen mit zu transportieren. Also das im Dunkeln, das war wirklich ekelhaft, ne, vom Gefühl her. Und wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, und das war genau das Ziel, das zu erreichen. Wunderbares Spiel, schön, dass ich das nochmal wieder auferlebt habe, ne, für mich, um einfach dann relativ aktuell in ein oder zwei Wochen dann in den zweiten Teil zu steigen, mit ein bisschen Hintergrund. Ich werde mir ein bisschen noch belesen, logischerweise, wie ich gerade sagte, das Deuten, das inhaltliche Deuten. Da bin ich bei solchen Sachen, vor allem, da sind Spezialisten dahinter, die bin ich nicht der Richtige. Aber schön. Trotz des Themas schön. Ah. Ich guck mal bloß kurz. Nee, können wir nicht weitermachen. Nein, er reagiert weiter nicht. Gut. Ich hatte das nicht so kompakt im Blick eigentlich, rein jetzt von der Spielzeit her. Ich würde jetzt mal schauen, wir sind jetzt, glaube ich, so Pi mal Daumen 7 Stunden im Spiel. War es denn wirklich so viel? Oder so wenig? Ich meine, mehr braucht es nicht. Ich glaube, mehr hätte man auch nicht groß erzählen oder transportieren können. Wäre dann wahrscheinlich künstlich gezogen worden. Michal Raschitski, Piotr, auf alle Fälle baltisch. Tomasz, ne, Bartosz, Alicia, okay, die nicht, wobei Golubski, Michal Kosakowski, Patricia Leszczynska, Anna Moros, Mikulaj Niksinski, Michal Sochaki. Ich glaube, es ist tschechisch. Ja, jetzt wollen wir nachgucken. Tschechisch? Nicht tschechisch? Woher kommen Sie denn? Ist ein Brit?
britisches Studio. Okay. Interessant, aber der Großteil der Entwickler sind halt keine Briten. Zumindest nicht Native, ne? Das Ganze in VR, das möchte ich mir persönlich nicht vorstellen. Das muss ja richtig krass sein. Ich überfliege hier gerade Wikipedia. Entwicklung, so, warte mal. Psychosen. Männer oder Frauen, die vermeintlich von einem Fluch befallen waren oder aus Trauer oder aufgrund traumatischer Schlachten wahnsinnig geworden waren, wurden als Geralt bezeichnet. Entweder von der Gruppe verstoßen oder aus eigenem Entschluss lebten diese abseits der Gemeinschaft, um Strafe, Sühne oder Läuterung zu erfahren. Eine weitere keltische Bezeichnung, die sich ebenfalls im Spiel wiederfindet, lautet Druth, womit vor allem Narren oder Schwachsinnige bedacht werden. Oder wurden. Das Schicksal der gleichnamigen Spielfigur orientiert sich dabei an Findan, einem irischen Kelten, der von Wikingern versklavt wurde, dem man dann aber auf den Orkney-Insel in Flucht gelang. Sorgfältige und sensible Behandlung des Themas psychische Störung lag den Entwicklern am Herzen. Ihnen war bewusst, dass dieses Thema vor allem in Videospielen eher ein Tabu darstellte. Sofern in Spielen Darstellungen erfolgten, wurden aber Psychose und Psychopathie gleichgesetzt. Die Darstellung erschien oft gar beleidigend für Betroffene. Dabei eignen sich viele Spiele laut den Entwicklern gut für diese Thematik. Okay, und sie haben es versucht aufzugreifen. Aber ich sehe nicht, wer oder was. Also rein jetzt von den Namen hätte ich aus dem baltischen Raum gesagt. Auch nur gut. Das soll's gewesen sein mit Hellblade. Senua's Sacrifice. Wir werden also irgendwann, sobald es da ist, uns Hellblade 2 angucken, logischerweise. Und die Geschichte von Senua weiter fortführen. Mal gucken, was dort weiterhin passieren wird. Ich bin sehr gespannt. Ich setze aber meine Erwartungshaltung nicht zu hoch, ne, weil Nachfolger haben immer mitunter das Problem, dass sie ja bestimmte Sachen toppen wollen. Nicht wollen, sollen, müssen, also als Erwartungshaltung. Und dann setze ich lieber meine Erwartungshaltung runter und möchte einfach nur ein weiteres Erlebnis haben, um eben halt zu wissen, was mit Senua weiterhin passiert oder wie die Geschichte weitergeht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Im Stream geht es gleich weiter. Hier ist aber, liebes YouTube, Feierabend. Schlaf gut. Bis dahin. Euer Firefox.